Freunde, ich bin hier an der Salzach und ihr seht, hier liegt überall Müll herum. Heute gibt's mal eine Reaction. Und ich werde heute pro Lacher 1 Kilogramm Müll sammeln. Und zwar hat der King Kohli, wie ihr hier seht, ein Video hochgeladen. Er hat sehr viel Arbeit und sehr viel Liebe in dieses Video reingesteckt. Ich habe es bis jetzt nicht gesehen. Ich habe mir überlegt, eine Try Not To Laugh Challenge daraus zu machen. Und so muss ich bei jedem Mal, wenn ich lache, 1 Kilo Müll von der Salzach sammeln. Insgesamt habe ich mal gelacht, das heißt 1 Kilo Müll. Ich bin voll ausgestattet mit Einweghandschuhen, Müllbeuteln und sogar einer Waage, wo ich dann den Müll wiegen kann. Ich bin sehr hyped. Das Intro kenne ich schon. Er baut halt einfach so ein bisschen auf die früheren Videos auf, damit ihr den Zusammenhang jetzt habt. Hallo alle, bei einem neuen Video von King Kohli. Ich darf jetzt nicht mehr lachen. Oh mein Gott. Heute mal mache ich einen scheiß Minecraft-Let's Play. Die Minecraft-Videos waren auch einfach zu wild immer von ihm. FIFA in real life. By the way, sein meistgesehenstes Video. Stupid ass. Oh Mann. Moin Freunde, King Kohli ist wieder hier. Und wir zocken heute gemeinsam wieder eine Runde Fortnite. Yeah, für Fortnite. Auf Oldschool, wie ihr mich kennt, aus den alten Videos von vor 7 Jahren. Ich würde sagen, wir legen direkt los und starten. Also schaut euch unbedingt mal die alten Videos an, damit ihr ein bisschen den Zusammenhang habt. Erste Runde für Fortnite. Mal sehen, was wir heute machen können. Vielleicht können wir heute den ein oder anderen Gegner wegnatzen mit unserer Shotgun, Sturmgewehr oder was auch immer wir bekommen. Oder auch vielleicht mit dem epischen Katana, mit dem wir natürlich durch die Lüfte fliegen und alles in 2 Teile schneiden, was uns in den Weg kommt. Ich muss Müll sammeln, shit. Ich würde sagen, Handschuhe an, zack, zack und let's go. Ich bewahre den Müll nur, damit er nicht auf die 7 vs. Wild Insel kommt. Zack. So, das Ganze können wir jetzt gleich mal abwiegen. So, ihr seht hier die ersten 2 Kilo gesammelt. Dieser Spot ist jetzt freigeräumt. Ich würde sagen, auf zum nächsten. Beste Leben, ich finde jetzt einfach keine Mülltonne. Das reißt schon fast auf. Okay, illegale Entsorgung, Part 1. Die ist zugesperrt, nicht schlecht. Finally, we found it. Ja, Mann. Digga, das wird schon wer mitnehmen. Hier ist ja Stadt Salzburg, viel Spaß damit. Ich bin jetzt in der Lobby, mal sehen, ob vielleicht jemand mitdancen will. Komm hier mal her, Freunde. Komm hier, du willst dancen. Komm schon, mach mit. Das kann doch nicht so schwer sein. Ah, scheiß drauf, dann halt nicht, ne? So, die Runde beginnt und wir sind im Fortnite-Bus drin. Zack! Gucken wir uns mal, wo wir landen wollen. Für Fortnite! Raus bei Streamy Springs. Da springen wir Streamy raus. Wir sehen hier eine fantastische Map mit vielen Blütenbäumen. Einen kleinen See, das Meer, Kometen, die herumfliegen. Eine Giga-Japan-Map. Japan-Stadt. Traumhaft ist das. Bambus ist hier. Da finden wir bestimmt eine Panda. Dann sehen wir zu, dass wir uns gleich eine Waffe organisieren, damit wir auch schon die ersten umlegen können. Eine Waffe organisieren, damit die Gegner kassieren. Perfekt, da beginnen wir direkt mit der Shotgun. Uff. Safe, er stirbt instant. Safe. Bra. Wow. Ignorieren wir den Fact, dass ich hier gerade selber richtig reingeschissen habe. Und gleich der zweite, Alter. What's up? Dieser Clean war Kill. Dieser Clean war Kill. Munition nehmen wir natürlich noch alles mit. Die brauchen wir bestimmt noch. Noch mehr Munition. Ist noch eine Kiste. Dann werden wir uns hier das auch gleich noch reinsnacken. Den Absinth, den wir hier gefunden haben. Nee, Spaß ist natürlich kein Absinth. Der. Hä, die Maske? What the fuck, Alter. Das brauchst du in Real Life, Daniel. War schon guter Fang auf einer Stelle, wo die nächsten 2 Kilo illegal entsorgen. Es gibt jetzt auch ein exklusives Gewinnspiel und zwar, wenn ihr abonniert, habt ihr die Chance, diesen Umbrella zu gewinnen. Sehr wild. Kein Absinth. Don't do drugs, kids. Vertraut mir. Und nächste Kill. Vielen Dank. Ich bin sehr stolz auf dich, dass du diese Message auf YouTube rüberbringst. Aber bis jetzt, er macht's richtig gut. Wir werden uns jetzt mal auf den Weg machen und in die neue Zone reinsteppen. Schritt für Schritt geht's hier voran. Und da haben wir noch wild. Den Gegner, den werden wir uns noch vor. Er hat dann schon manchmal beim Schneiden gesagt, er fühlt's, wenn er sich so selber beim Video schneiden so ein bisschen mäßig verarscht. Let's go. Ich bin sehr gespannt, ob er gewinnt. Du gehörst mir, mein Schatz. Sagen, da ist bereits tot. So, wer glaubst du eigentlich, wer du bist, kleine Ratte?
Holy shit. Und der nächste Gegner, was ist denn hier los? Bist du Pepper? Sascha Huber auch am Start. Ey. Props auf jeden Fall, Sascha Huber, bester Mann. Diesen Bereich werde ich jetzt einfach mit einmal Schnipsen cleanern. Zack. Stadt Salzburg, Spendenlink ist unten in der Videobeschreibung. Könnt ihr gerne was spenden? Ich würde mich sehr freuen. Okay, jetzt wirklich Ansage an Stadt Salzburg. Ich bin vorhin noch da nach hinten gegangen, weiter. Und jetzt bin ich wieder da. Und das ist immer noch nicht entsorgt. Also bitte, den tue ich jetzt noch woanders hin. Bisschen verteilen. Yes, sir. Illegales Müllentsorgen, Part 3. Part 4 vorher hat nicht geklappt. Absolut gar kein Problem für den Chef hier. Ich glaube, die wissen alle nicht, wo hier der Hammer hängt. Der ist nämlich genau hier. Ne? Ich habe komplett vergessen, dass ich Müll sammeln muss bei jedem Lacher. Und da fliegt da der freie Vogel. Wo ist denn die Zone? Hä? Ich darf nicht mehr lachen. Die kleine Kanalratte, geh zurück da, wo du hergekommen bist. Oh, oh mein Gott. Oh Mann. Was ist das? Kohli, was tust du mir an? Kann mir hier jemand mal erklären, was hier gerade los ist? Ich habe selbst absolut keine Ahnung mehr, was hier abgeht. Mir fehlt jetzt noch ein Kilo. Es ist mittlerweile schon fast dunkel, aber es geht noch. Das wird sich noch ausgehen. Also wirklich, Stadt Salzburg, was ist mit euch? Oh, diesmal FH Salzburg, euer Schild. Freunde, somit wird das Video beendet. Ich werde jetzt noch dieses Schild aufstellen. Das zählt als letztes Kilo dann. Zack. Also ein Kilo hat das bestimmt. Müll ist es auch, weil es von der Stadt Salzburg... Also diese Brees, die extra für das Schild gezahlt haben, haben jetzt gar keinen Bock mehr, weil das Schild auch noch hier steht, aber that's the life in what we are living. Nächstes Mal, wenn ich diesen Schlaganfall schiebe, dann werde ich einfach einen Trank auf den Kopf des Gegners werfen, um ihn somit auszunocken. Vertraut mir, das funktioniert. Haben wir noch eine Kiste, die machen wir natürlich noch schnell auf. Da wir hier ein kleiner Langfinger sind, werden wir uns natürlich auch noch die Kasse ausräumen. Aber bis jetzt euch richtig gut kommentiert alles, sehr stark. Es unterhält auf jeden Fall für das, dass es halt ein Fortnite-Video ist. Und hier haben wir auch schon das erste Drift-Car. Driftcar. Damit driften wir jetzt einfach in den epischen Sieg hinein, würde ich mal sagen. Das war genug Fahrstunde für heute, sie haben bestanden. In der vorherigen Season war mir doch das Rotpunkt am liebsten, aber muss ich ja auch den Gegebenheiten anpassen können. Wer? Was? Ja, wer hat gefragt? Was? Schauen, ob wir jemanden sehen kann. Ich sehe rein gar nichts. Ich hab keinen Bock mehr auf noch mehr Müll sammeln. Ich lache jetzt safe nicht mehr. Ich will nicht direkt in die Stadt reingehen, das ist mir etwas zu heikel. Die Begegnung mit mir ist dir zu heikel, weil du Angst hast, dass ich dich recycle. Wir sind nämlich von der Seuchenschutzbehörde und wir haben die Aufgabe, gegnerische Plagen auszuradieren. Man hört hier so viel. Ansage, Dicker, Ansage. Der nächste Alarm. Zack, wird er jetzt sterben? Oh mein Gott, 48 Herzen, 3 Herzen. Zwei Leben. Verdammte Scheiße. King Kong, ja, gut. Was machst du? Da hat du? Er mich leider hops genommen. Aber ist ja auch mein kleiner Bruder. Man sieht ja auch, er hat noch die blauen Haare. Da kann man nicht viel machen. Ja, so man sieht, bad. Was macht. Snap ihn noch, so snap bad. Den. Snap den. Natürlich nur ein Joke. Du hast dich sehr gut geschlagen. Hab mich sehr gefreut, dass ihr zugeschaut habt. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Je nachdem, was ihr gerade tut. Kuss. Esst oder tut es mit Liebe. Ich wünsche euch, wie gesagt, einen schönen Tag, Abend oder Morgen. Und bedanke mich herzlichst dafür, dass ihr hier wieder eingeschaltet habt. Ich bin jetzt raus. Ich bin jetzt auch raus. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Freunde, hat mich wieder gefreut, euch zu unterhalten. Spendenlink ist unten in der Videobeschreibung. Nicht nur für Stadt Salzburg, sondern auch für euch. Ich bin jetzt endgültig raus.